Wenn du nie Fest hast und du machst Russel, kannst du danach beten, kannst du danach fasten, kannst du danach Koran anfassen? Nein. Aber er hat es ihr trotzdem befohlen. Und es wird selber berichtet von Aisha radiallahu anha in Tirmidhi, dass der Prophet, oder ich weiß es nicht von Aisha, auf jeden Fall in Tirmidhi wird überliefert, dass der Prophet vor dem Ihram Russel gemacht hat. Das ist Sunnah. So. Das heißt, das Erste, was du machst, ist zum Beispiel Russel. Was machst du im Flugzeug? Machst du auch Russel? Ja, wenn die Möglichkeit dazu hast. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der im Flugzeug große sich geduscht hat. Habe ich noch nie gesehen. So. Was sagen jetzt einige Gelehrte, wenn du keinen Russel machen kannst? Die sagen, machst du Tayammum. Das sagen zum Beispiel, die Hanbaliten sagen ganz klar, machst du Tayammum. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagt, und das ist für mich ganz klar die stärkste Meinung, dass es falsch ist. Weil das eine ist die Sunna, und hier geht es ja nicht um die Reinigung, wie in dem Vers, Fataharu. Da wird ja nichts mit rein gemacht in dem Sinne. Sondern hier geht es um eine reine Sunna für diesen Nusuk. Das heißt, wo wird überliefert, dass da jemand Tayammum gemacht hat? Ja, wo ist Tayammum hier ein Ersatz dafür? Ich meine, wer es macht, warum erwähne ich das gerade? Das haben große Gelehrte gesagt. Ja? Damit, wenn wir jemanden sehen, der dann Tayammum macht, damit wir nicht zusammenschlagen. Weil manche Leute, die werden so aggressiv bei irgendwelchen Sachen, wo ihnen einer in der Meinung widerspricht. Aber wie gesagt, die stärkste Meinung ist inshallah das, was auch Ibn Taymiyyah in dieser ganzen Sache sagt. Dann, was macht man noch? Was macht man noch? Dann parfümiert man sich. Zum Beispiel am Bad, zum Beispiel. Bevor man in den, danach darf man ja nicht mehr. Aber bevor du in den Ihram reingehst, parfümierst du dich. Was ist der Beweis dafür? Aisha sagt, ja, kuntu utayyibu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim. Ich habe den Prophet alaihissalatu wasallam parfümiert, also sie hat ihn parfümiert, bevor er in den Ihram hineingegangen ist. Das zeigt, und wir wollen den Propheten alaihissalatu wasallam imitieren, dass das eine Sunna für uns ist, das zu tun. Ja. Jetzt gibt es eine Frage, und dann li hillihi qabla an yatufa bil bayt, und auch vor dem, bevor er, wenn er also nach dem ersten Tahallul, wenn er dann Tawaf um das Haus machen wollte, hat er sich auch parfümiert. Es ist auch Sunnah, dass man sich zum Salat al-Jumma und so weiter parfümiert. Jetzt was mit den Frauen? Hier gibt es auch Überlieferungen, dass die Frauen parfümiert waren. Aber hier ist natürlich der Punkt, dass der Prophet a.s. sagt, eine Frau, der einem Mann vorbeigeht, parfümiert, die begeht Zina. Wenn wir etwas haben, was Sunnah ist, und wir haben etwas, was Haram ist, und heutzutage in dieser Menge, wenn sich eine Frau parfümiert, ja, wie willst du ausschließen, dass die nicht an einem Mann vorbeigeht mit dem Parfüm und der Mann riecht das? So, wenn wir etwas haben, was ist Sunnah, und wir haben etwas, was Haram ist, ja, und du kannst das, was Sunnah ist, nicht umgehen, ohne in Haram hineinzufallen, was machst du dann? Du lässt die Sunnah. Du lässt die Sunna. Es sei denn, du hättest irgendwie die Möglichkeit, Parfüm anzulegen. Du hast zum Beispiel ein Privatjet oder was weiß ich, ja, und keine Ahnung. Das ist, wenn du dann im Flughafen in Jeddah ankommst oder irgendwo, dann schon verflogen. Ja, wie gesagt, weil du nur mit deinem Mahram oder was weiß ich hier, du fährst mit dem Fahrrad oder so zur Hatsch und bist da irgendwo in der Walachei oder am Wandern. Sodass das keiner riecht und dann am Ende ist er schon verflogen vor den Mekka. Als Beispiel. Weil wie gesagt, es gibt ja Hadithe. Es gibt ja Hadithe, zum Beispiel in Sunan Abi Dawud gibt es Hadithe über diese Sache. Ja? So. Dann. Jetzt fragt man sich natürlich, die hat den Körper von ihm parfümiert. Wie ist das mit der Kleidung? Die Kleidung parfümiert man nicht. Ja? Und der Prophet a.s. sagt nämlich in einem Hadith, zu dem wir nachher noch kommen, der ist ein Muslim überliefert wird, لا تلبسوا ثوبا مسحه زعفران والورس ولا ورس ولا الورس. Ja? Das heißt, man soll, also Safran und Waras, zwei Arten von riechenden Materialien, dass man diese Art, dass wenn man einen Thob hat, was hiervon berührt wurde, wie auch Rida und Isa, diese weiße Kleidung, die man normal trägt, auch bei einer Frau, dass man das dann nicht trägt. Wie ist das jetzt, wenn du zum Beispiel ihr Parfüm hast und da kommt dann etwas runter? Das ist etwas, was du ohne deine Absicht gemacht hast. Und hier ist etwas Wichtiges zu vermerken. Wenn du Wudu machst, zum Beispiel du machst Wudu und du schreist dir durch den Bart und du hast das Parfüm jetzt an der Hand. Wenn du jetzt rangehst und du wischst das hier und da, dann beschmierst du dich mit dem Parfüm. Deswegen sollst du direkt deine Hände waschen. Ja.
Hast du das schon gehört? Du guckst mich an wie so ein Auto. Alhamdulillah. Das sind halt, wie gesagt, kleine Details, die ich in diesem Bereich auch gefunden habe. Ja? So, jetzt. Was macht man als nächstes? Man zieht die Ihram-Kleidung an. Wo ist der Hussein eigentlich? Ich wollte dem normal sein, da soll man so eine Ihram-Kleidung mitbringen, damit wir es mal zeigen können. Man zieht die Ihram-Kleidung, dann machen wir es beim nächsten Mal. Das heißt, für die Männer, sie ziehen alles aus, was den Körper beispielsweise bedeckt. Bei den Schuhen ist es so, dass man offene Schuhe tragen soll. Wir kommen da, wie gesagt, beim nächsten Mal gehen wir detailliert auf diese. Hier sind so viele Details, die man reden muss. Aber insgesamt ist halt, dass man Isar, also von unten Isar anzieht und diese Räder von oben rüber. Man bedeckt die Schultern. Wichtig ist, die Schultern werden immer bedeckt. Außer bei Tawaf al-Umrah, Tawaf al-Qudum. Das heißt, weil manche Leute, die laufen die ganze Zeit darum und haben die rechte Schulter frei. Das ist falsch. Das ist eigentlich Qillatul Adab, weil du musst deine Schulter bedecken. Du musst deine Schulter bedecken. Und das ist die Ausnahmesituation. Das heißt, du gehst hin zum Tawaf und dann, wenn du mit dem Tawaf anfängst, nimmst du dir dieses Gewand, tust das unter deine Schulter, dass deine rechte Schulter frei wird. Dass deine rechte Schulter frei wird. Dann machst du Tawaf. Und sobald du fertig bist mit Tawaf, nimmst du es wieder rüber und betest. Du betest nicht zwei Rakat mit der offenen Schulter. Das Qillatul Adab mit Allah. Und wenn man jemanden sieht, Amal bin Maruf ist eine der besten Taten, dass man den Brüdern das sagt. Wie macht man das? Hey, du musst die Schulter zumachen! Oder macht man besser so? Dann sagt man besser, Bruder, ist das Sunna, die Schulter frei zu haben, die rechte Schulter? Ist das Sunna? Jetzt. Ich habe gelesen, muss immer so machen, ich habe gelesen, dass es Sunna nur beim Tawaf und man soll danach wieder hoch machen. Warum auf diese Art und Weise? Weil die Leute, die nehmen eher davon dir an, wenn du dich dumm stellst. Guck mal, wenn du zu dem gehst, das ist falsch, was du machst. Du musst die rechte Schulter zumachen. Hat er wie bei mir zu Hause, der und der hat gesagt, viele Leute, Bruder, wir haben es mit vielen Juhal zu tun, verstehst du? Der sagt dann, wenn du jetzt mit einem Dings redest, weißt du, du hast ihm direkt das Gefühl gegeben, du kommst vielleicht als kleiner Mann, du bist vielleicht 18, 19, 20 Jahre, kommst dann zu jemandem, der ist 60 Jahre. Mit so einem Bart, Haji. Und der macht falsch, hat keinen Plan. Der hat keine Ahnung von dieser Sache. Du gehst zu dem, sagst, das ist falsch, was du machst. Du sagst das zwar nicht so, auf die Art und Weise, du sagst so, ist falsch, was du machst. Ja, ist falsch. Der ist direkt, wie ist falsch, ist nicht falsch, ist richtig. Das ist so wie die Gegenreaktion, das ist so. Ja? Deswegen sagst du, Entschuldigung, ich habe gelesen, dass man das nur da und da machen kann. Erstmal, du sagst ihm damit gelesen, ein Buch hast du gelesen. Das heißt, ein Buch ist ja normalerweise nicht falsch. Das ist schon so eine Psychologie beim Menschen. Die zweite Psychologie ist, das, was ich eben gesagt habe, weißt du, das ist nicht so wie, ja, du bist klüger als ich, sondern du kommst so nach dem Motto, ja, ich habe eigentlich auch keine Ahnung, genau wie du, aber nur, weil ich habe zufälligerweise, habe ich das Buch gelesen. Das heißt, dieses Wissen ist nicht bei mir, sondern das kam zu mir. So nach diesem Motto. Ich weiß, Zufälle gibt es in diesem Bereich nicht, aber ich habe das Buch halt gelesen, ist mir in die Hände gefallen, habe ich mal gelesen. Hättest du dieses Buch gehabt, hättest du es ja auch gelesen, nach diesem Motto, dann ist er direkt beruhigt. Ach so, ja danke, gut, dass du gesagt hast. Mashallah. Guck mal, wo finden wir diese Hikma im Koran? Wo finden wir diese Hikma im Koran? Ja, abati inni kadaja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fa'tabi'ni ahdika siratan sawiya. Oh, mein Vater, zu mir ist Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. So folge mir, dann führe ich dich einen geraden Weg. Genau dasselbe. Das sagt Ibrahim a.s. zu seinem Vater, Surat al-Maryam. Müsst ihr mal lesen, Sura 19. Er sagt zu dem nicht, hier, Papa, du hast keinen Plan. Du bist Jahil. Der sagt zu dem, oh mein Vater, Abati, so Vaterchen, zu mir ist etwas gekommen vom Wissen, was nicht zu dir gekommen ist. So nach dem Motto, ist nicht mein eigener Verdienst, weil sein eigener Verdienst heißt, ich bin besser als du. Das will der mich nicht akzeptieren. Wie, du bist besser als ich?
Ich bin älter als du. Ich bin hier schon 10-mal zur Hatsch gegangen. Hab's immer falsch gemacht. Ja, dann diese Worte. Wie, du bist besser als ich. Aber so. Nee, ich kann auch nicht so viel. Ich hab gelesen. So, ich hab das gesehen. Ist das richtig? Ja. Aha, aha. Du hast ihm auf jeden Fall die Hujja gegeben. Und er ist nicht sauer auf dich. Genau wie hier. Mir ist Wissen ist zu mir gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. Das heißt, wäre es zu dir gekommen, dann wärst du heute schlauer als ich. Das heißt, ist nicht dein eigener, ist nicht mein eigener Verdienst, ist der Verdienst des Wissens sozusagen. Der ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. So, dann geht's weiter. So, Parfüm. Ihram-Kleidung anziehen. So, und hier sagt Sheikh Subhanallah, Sheikh Uthaymeen, der ist in dieser Sache sehr genau, ja. Der sagt, weil du findest in den ganzen Büchern, man soll nichts tragen, was Machid ist. Machid ist genäht. Und das ist eigentlich eine Sache, die die Leute durcheinander bringt. Genäht, da fragen die alle, wie? Mein Ihram-Kleid ist doch auch genäht, dieses Tuch, was du hast. Und hier, ich habe hier was Genähtes, dort und dort. Und guck mal an meinen Schuhen, da ist auch etwas Genähtes. Darf ich das jetzt tragen? Und da sagt er, das ist eigentlich ein ungenauer Begriff. Und er sagt, und guck mal, Subhanallah, die Fiqh von dem Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, ja, der sagt, ja, wir haben Leute, heute leider einige Leute, die über diese Gelehrten dann versuchen, die als schlecht darzustellen. Die können zwar keine Sure vom Koran gerade auslesen, teilweise, und nehmen dann den Namen von den Gelehrten in den Mund, subhanallah. Ja? Und er sagt, das Genaueste ist immer das, was der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt hat. Und was hat der Prophet gesagt? Er wurde gefragt, ja, hier, und das ist, dieser Hadith ist auch in Sahih Muslim, wurde gefragt, Su'ila, ma yalbasul muhrim min thiyab. Was trägt der Muhrim, das heißt, der im Ihram-Zustand ist, von der Kleidung, was soll der tragen? Und was hat er gesagt? Hat er jetzt gesagt, ja, er wird gefragt, was soll der tragen? So. Was man trägt, ist ja weniger als das, was man nicht trägt. Oder ist es andersrum? Oder was man nicht trägt, so was zählt er jetzt auf? Er sagt nicht zu ihm, ja, trage nichts, was nicht genäht ist. Guck mal, der ist genauer als diese Leute hier. Trage nichts, was nicht genäht ist, weil es wie, was sagt er? La yalbas al-kamis, wa la amaim, wa la sarawilat, wa la khufaf, illa ahadun, la yajidu ni'alayni, fal yalbasu al-khufayn. Also erstmal, er sagt, er trägt keinen Kamis. Ja, kennen wir ja heute. Kamis, weiß jeder, was es ist. Dann Umama, das heißt so einen Turban. Ja. Und natürlich alles, was so ist wie diese Sachen. Das heißt, so eine Mütze auch nicht. Dann. Und keine Hosen. Sarawilat. Ja. Dann Khufaf, das heißt diese zuen Schuhe. Außer jemand, der keine allein diese offenen die Sachen findet, der soll diese Khufaf, soll er unter den Kabein abschneiden. Außer der, die nicht findet. Ich finde, einige Brüder gehen hier echt etwas zu locker mit dieser ganzen Sache um. Ja, ich meine, ich werde die Sache noch ein bisschen weiter verfolgen, weil dann kommen sie beispielsweise mit Turnschuhen an und sagen, ja, okay. Er sagt dir, wer nichts anderes findet. Er sagt nicht, ja, zieh einfach mal die Turnschuhe an. Ich meine, ich werde noch die anderen Beweise, wie gesagt, wir gehen auf diese Punkte nächstes Mal noch näher ein, ja, noch intensiver ein, ja. Das heißt, wer nichts anderes findet. Hier sagt Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, der sagt, wann hat der Prophet, a.s.w. gesagt, warum? Er sagt, zur damaligen Zeit war eine Notwendigkeit. Da waren Dornen, da war dies, das, da gab es keine Straßen und so weiter. Ja, wenn du da so gehst, barfuß, dann bist du sowieso, vielleicht tust du dich. Das ist also für eine Notwendigkeit. Und eigentlich heutzutage hat eigentlich keiner eine Ausrede in dieser Sache. Guck mal, du bereitest dich auf die Umrah vor. Dort ist alles asphaltiert und so weiter und so fort. Hast du nicht die Möglichkeit, bevor du dir Khufayn holst, dir ein paar Badelatschen zu besorgen? Subhanallah, die gibt es da an jeder Ecke. Und ich finde, man sollte in dieser Sache wirklich genau an die Sache rangehen, auch zeigen, dass man Ihdiyat macht, dass man die Ihdiyat ist, also das ist Ihdiyat ist manchmal wirklich von Taqwa auch, dass man die sicherste Meinung nimmt, ja, nicht einfach, ja, okay, der eine Gelehrte hat es gesagt, dann mache ich das. Also für mich ist ganz klar, ich trage die Schuhe und man muss sich vorher vorbereiten als Hajji, jemand, der Hajj machen will,
soll man sich vorbereiten. Da soll man sich die richtigen Schuhe mitnehmen. Von mir ist zwei Paar, wenn ein Paar kaputt geht oder verloren geht. Denn das ist auch so eine Sache. Ihr müsst wissen, also es gibt manchmal Leute, wenn die in die Masjid Haram reingehen, da gibt es immer so Sachen, wo man die Schuhe hinstellt. Und man stellt die draußen hin. Erstmal, du musst dir immer die Tore merken, um Masjid Haram. Ich gebe euch ein paar Tipps halt, wenn man da hingeht, damit es einem leichter fällt. Merkt ihr immer das Tor, wo du reingegangen bist, da wäre es immer eine Nummer dran. Ich glaube, insgesamt 94 Tore sind das, ja. Geh dorthin und dann mache immer, merke dir das Tor und lege die Schuhe dort irgendwo genau hin. Am besten in eine Tüte. Weil glaub es mir, so viele Leute, die verwechseln ihre Schuhe. Und es gibt mal, ich glaube, ich habe beim ersten Mal, wo ich Hatsch gemacht habe, 6 Paar Schuhe verloren. Das ist einfach zu viel. Da ist richtig viel los. Da sind Millionen von Menschen, die da rein und raus gehen. Und dann auf einmal der eine tritt den Schuh weg und so weiter, vielleicht auch unbeabsichtigt, oder du findest das Tor nicht mehr. Weil das ist ein Riesenkomplex, ist das. Deswegen immer schön merken, das macht es einem dann etwas leichter. Und dann muss man nicht sich wieder diese komischen, da gibt es so komische Plastikbadelatschen, da kriegst du so Blasen von an den Füßen, das ist unglaublich. Vor allen Dingen heutzutage wir, du bewunderst dort echt die Leute, wir, die aus Europa kommen, wenn du dort hingehst, und du siehst dann die Leute, die aus Afrika kommen oder aus Indien und so weiter, die sind das gewohnt, barfuß mit irgendwelchen Badelatschen zu gehen. Bei uns, oh, du bist da 3 Tage am Gehen, da tun dir die Füße sowas von weh und du denkst, wie geht das? Da ist so ein alter Mann, der ist 60 Jahre alt und der ist am Marschieren und so weiter, weil das einfach gewohnt ist. Wir haben immer die dicken Schuhe hier an, ja? Und wenn du dann 3 Tage ohne, also bei mir, meine Füße sind sowas von empfindlich, wenn ich 3 Tage mit den Badelatschen rumgelatscht bin, dann ist es echt vorbei. Das wollte ich nur kurz als Tipp geben. Ja, so, dann. وَلَا تَلْبَسُ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ مَسَّ وَزَعْفْرَانٍ وَلَا الْوَرَسِ. Und dann der Rest von dem Hadith, den wir eben schon erwähnt haben, man soll halt nichts tragen, wo halt Safran oder Waras, beziehungsweise irgendeine Art von Parfüm drangekommen ist. Das heißt, diese Arten und alles, was in dieser Form ist, trägt man nicht. Das heißt T-Shirts, Pullover. Ja? Das heißt, das, was den Körper abbildet. Das heißt, und auch so trägt wiederum. Was ist jetzt beispielsweise, man hat keinen Ihram und man hat aber eine Hose, die irgendwie groß und breit ist. Und man trägt sie aber nicht wie eine Hose, sondern man bindet sie um sich herum. Dann kann man das auch tragen. Es geht hier darum, dass man sie so trägt wie eine Hose. Wenn du zum Beispiel ein Kamis hast und du kannst das um dich herum binden, wie diesen Ihram, auf diese Art und Weise, und du hast nichts anderes, dann kannst du das auch machen. Nur Sicherheitsvorkehrung, ja. Dann geht's weiter. Am besten ist, wenn die Sache weiß ist. Aber es muss nicht unbedingt weiß sein. Es gibt manche Leute, die erzählen, ja, das muss unbedingt neues Ihram-Kleidung sein. Bei den Frauen, wie gesagt, die können alle diese Sachen tragen, außer Niqab und Kufar Zatain. Da gibt es Hadith für extra. Aber was ist hiermit gemeint? Zur Zeit des Propheten, alayhi salatu wasalam, gingen Männer an den Frauen vorbei. Und was haben die Frauen gemacht? Die haben sich ihren von oben diesen Jilbab herabgezogen, um ihr Gesicht zu verdecken. Und deswegen sagen die auch heute noch, der Niqab ist nur eine extra Kleidung für das Gesicht. Und die sagen beispielsweise, dass sie aber trotzdem mit anderen Dingen ihr Gesicht verdecken kann. Zum Beispiel die Malikiten sagen, die kann das machen, aber sie sagen, sie darf das nicht machen mit einer Nadel oder festgenäht oder festgebunden. Das sagen die. Andere sagen zum Beispiel, ja, sie kann sich zum Beispiel oben ein Tuch drüber machen, dass sie feststeckt mit der Nadel und das dann runterhängt. Wie gesagt, ja, da gehen wir auch beim nächsten Mal nochmal intensiver auf diese Details an. Wie gesagt, wenn man in diesem Bereich ist, weiß man, man ist in diesem Bereich. Und ich sage immer, die sicherste Meinung ist immer die beste, die meisten Frauen tragen sowieso kein Dings, dass man halt einfach vielleicht den Jilbab herabzieht, zum Beispiel, ja. Okay, jetzt. Weiß, das wird in Tirmidhi, Hadith Nummer 999 erwähnt, ja. Ilbesu min thiyabikum al-bayat, fa'innahunna min khayri thiyabikum. Ja, trag das Weiße von den Kleidungen, denn die gehören zu den besten Kleidungen. Aber damit sind nicht die Frauen gemeint. Was ist der Beweis dafür? Regel im Fiqh, immer das, was für die Männer gilt, gilt auch für die Frauen. Weil wir haben von Sahabiyat zum Beispiel, wo da waren Dinge, die darauf hinweisen, dass sie dunklere Sachen getragen haben. Oder andere Farben. Aber es ist keine ist die Bab von Weiß, kommt dort heraus. Weil es gibt heute in Ägypten, du wirst sehen, die Frauen aus Ägypten, die kommen,
Die haben meistens immer weiße Kleidung dann an, weil sie denken, das wäre besonders gut, wenn sie auch weiße Kleidung tragen hier. Ja? So. So. Jetzt fragt man sich, guck mal, und das ist auch eine Weisheit, die wir bei der Hatsch haben, alle tragen dort weiß, ist dir schon mal aufgefallen? Die Männer auf jeden Fall. Das heißt, egal, und du hast nichts irgendwie, was dich auszeichnet. Du hast halt irgendwelche Badelatschen, also da gibt es auch nichts besonders Teures, denke ich mal, ja. Und hast dann zwei weiße Kleider an. Zwei weiße Kleiderstücke an. Das sind ja noch nicht mal Kleiderstücke, das ist ja im Prinzip zwei größere Handtücher sozusagen, ja, die du um dich herum bindest. So jetzt, subhanallah, alle Leute stehen dort. Und das ist eine Weisheit, die zeigt. Und das sollst du auch verinnerlichen, wenn du dorthin fährst, dass du zum Beispiel in Yom al-Arafa dieses Gefühl kriegst, guck mal, wie Yom al-Qiyamah. Da ist keiner wegen seiner Abstammung, wegen seiner Hautfarbe oder wegen seinem Beruf oder irgendetwas, wegen seinem Geld bevorzugt. Da stehst du wie Yom al-Qiyamah. Das musst du dir vorstellen. Millionen von Menschen um dich herum, alles selbe. Wenn du stirbst, du hast keinen Pass dabei. Du stirbst, du hast keinen Pass dabei. Die verbuddeln dich vielleicht irgendwie. Kein Mensch weiß mehr was von dir. Kannst du dir vorstellen? Weil, meinst du, die haben da Zeit bei Millionen von Menschen, da sterben jeden Tag. Und bei Yom al-Arafa vielleicht sterben 300, 400 Mann an dem Tag. Vielleicht kommt irgend so ein Gedränge und dann sterben da 1000 Mann oder so im Nachhinein an dem Tag. Meinst du, da haben die Zeit, dich irgendwo in die Leichenhalle aufzudecken und zu gucken, ja, wer bist du denn? Ach ja, der hat keinen Pass dabei, dann bist du weg, da haben die dich verbuddelt. Hör mal, da kommt vielleicht dann kommt vielleicht irgendwann mal raus, ja, Pech gehabt. Ja, der ist, keine Ahnung, der ist gestorben, die Frau weiß auch nicht, was passiert, ist weg. Das kann durchaus passieren, du musst dir vorstellen, da merkst du, du bist gar nichts. Nix. Du bist nur hier. Hast jetzt zwei Paar, du hast kein Portemonnaie dabei, du hast keinen Pass dabei, du hast gar nichts dabei. Du stehst dort mit zwei weißen Tüchern. Kannst du dir das vorstellen? Bruder, ein Bruder, der mit uns Hatsch gemacht hat, der ist verloren gegangen. Der ist verloren gegangen, ne? Und der hat das Zelt in Mina nicht mehr gefunden. Und ist die ganze Nacht rumgelatscht durch Mina und war total am Ende mit der Welt. Tausende, Millionen von Menschen. Und der ist nachher im Gehen schon fast eingeschlafen. Und er hat so Angst gehabt, weil er hat gedacht, boah, wenn du jetzt stirbst, du hast keinen Pass dabei, du hast kein gar nichts dabei, dann bist du weg. Die verbunden dich irgendwo. Verbunden dich hier um Friedhof von also Christi Janaza, Alhamdulillah, im Dings. Aber da bist du weg, du bist nur eine Nummer. Und dann liegst du da. Und dann hat er dann, nachher ist er dann von diesen Saudis und Jemenis, die da arbeiten, dann haben die den dann in diesen Raum reingenommen, dann lag er da mit anderen Hujaj, die alle verloren gegangen sind, ja. Und er wusste nicht, was er jetzt macht. Dann hat er einfach diese Pilgerriten weitergemacht, Steine werfen und so weiter, hat gewartet. Ja, und da wurde ihm so richtig bewusst, boah, du bist ja gar nichts. Null. Du bist nichts. Wer bist du? Wer bist du? Das ist so richtig Nefs in den Mülleimer reingeworfen, weißt du? Das ist richtig, das ist eine Erziehung von der Hatsch. Das ist Nefs in den Mülleimer reingeworfen. Du musst dir vorstellen, du bist da mit Millionen von Menschen. Da kräht kein Hahn mehr nach dir, Junge, wenn du da stirbst. Verstehst du? Es ist nicht, dass ihr Angst habt, dorthin zu gehen, sondern das muss euch motivieren, dorthin zu gehen, dass ihr eure Nefs so bearbeitet. Wer bist du? Du bist nix. Nix. Hier, subhanallah, gefährlich ist das. Hier ist gefährlich. Ja, hier ist gefährlich. Vor allen Dingen für mich ist das gefährlich. Ich war gerade wieder an der Tankstelle, da arbeitete ein türkischer Bruder in der Tankstelle. Und so, ey, Maschallah, super, ey. Deine Videos und so, ja. Das ist gefährlich. Aber du bist gar nichts. Wer bist du? Null. Null. Du bist hier nichts. Nummer. Irgendjemand, der ist gestorben, irgendwo. Meinst du, nach 100 Jahren, da kriegt noch einer nach, wo du gestorben bist, da ist jemand gestorben? Kennt doch keiner. In einem Jahr, in 10 Jahren nicht mehr. 50 Jahre sowieso nicht mehr. Und das ist ein Erlebnis. Das erlebt man. Du bist, alle sind eins, weiß. Deswegen, wenn du euch Ding gehst, überleg dir mal, mach dir mal diesen Gedanken, wenn du in Arafa stehst, mach dir mal diesen Gedanken, du gehst verloren und stirbst irgendwo. Denk mal drüber nach. Dann wirst du richtig das Gefühl kriegen, du stehst nur für Allah. Du bist nur für Allah hier. Das musst du machen. Steh in Arafa, geh mal etwas weiter weg und stell dir vor, du bist verloren gegangen. Stell dir mal vor, du bist verloren gegangen und du stirbst. Stell dir vor, du stirbst.
Wie, wenn Omar sagt, Ida asbahtum, Ida am Saitum, verletan tadirum sabaha, wa Ida am asbahtum, verletan tadirum masa'a. Wa chuth min sihatik limaradik, wa min hayatik limautik. Das heißt, wenn du den Morgen erreichst, das erwarte nicht den Abend. Wenn du den Abend erreichst, das erwarte nicht den Morgen. Nimm von deiner Gesundheit für deine Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod. Denk dir, du stehst noch hier. Fleiß gleich vorbei. Bruder, und du kannst dem Tod dort ins Auge sehen. Weil da sind manchmal richtige Gedränge. Richtige Gedränge sind dort manchmal, wo du denkst, wärst du jetzt hingefallen, wärst du platt gewesen. Kommst du nicht mehr hoch. Wenn du in einem Gedränge hinfällst, fällst runter, dann kommst du vielleicht nicht mehr hoch. Da kommt vielleicht eine Menge und da trampelt dich platt. Weil das sind Sachen, die du dir gar nicht vorstellen kannst, weil du hast so eine Masse noch gar nicht gesehen. Du musst dir vorstellen, hinter dir stehen 100.000 Menschen, die alle von hinten am Drücken sind. Und du stehst dort, bist hingefallen. Alle trampeln über dich drüber. Der eine sagt, ja, der will gerne stehen bleiben, der kann gar nicht stehen bleiben, weil er von hinten gedrückt wird. Was ist da eine Kraft, was sich da für eine Kraft entwickelt? Mach mal Tauziehen mit 10 Mann, wie du fliegen gehst. Mach mal Tauziehen mit 10 Mann, weißt du, wo du fliegen gehst, wie du fliegst? So, jetzt stell dir mal vor, du machst Tauziehen mit 100.000 Mann. So, jetzt ist kein Tauziehen, sondern die trampeln über die Strube, also gibt keinen nicht mehr. Hallo, warten, da ist jemand hingefallen. Ich nichts verstehen. Ich aus, was weiß ich woher, Antarktis. Ich laufe. Versteht sowieso nichts. Dann sagt er, ja, auf Arabisch. Tawakkafu. Versteht er auch nicht. Hindisch. Geht weiter. Oder irgendwas anderes. Der andere, der spricht nur Deutsch. Was? Verstehst du? Ja. Komm. Was sagst du denn da? Oder Hausa. Du sprichst, nee, ich spreche gar kein Hausa, ne? Was sprichst du? Jehova. Jehova. Ja, oder Jehova. Hört sich auch so brutal an. Bom, 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 bom. Ja, dann, die laufen weiter. Der kann gar nicht anhalten. Da sind immer 100.000 Menschen, die nichts verstehen. Der trampelt, immer weiter. Kannst dir vorstellen. Auf jeden Fall. Das sind so kleine Fawahid, vielleicht, Alhamdulillah, die du in keinem Buch findest, weißt du? Alhamdulillah, zumindest nicht, was ich kenne. Was macht man noch im Ihram? Was haben wir erwähnt? Wir haben gesagt, man duscht sich vorher, man parfümiert sich vor dem Ihram, man sagt, Labbaik Allahumma Hajjan. Dann, was haben wir noch gehabt? Haben wir noch was vergessen? Ihramkleidung und so weiter, was man tragen muss. Jede Kleidung, die verboten ist, ausziehen. Es gibt auch manche Gelehrte, die sagen, man darf keine Uhr tragen und so weiter und so fort. Aber diese ganzen Sachen, Uhr tragen, Brille tragen, Zahnspange tragen und so weiter, das ist keine Sache, die wirklich, wenn wir uns den Hadith betrachten, Sahih Muslim, der gesagt hat, la telbesu, la yelbesu sarawilat und so weiter, die hiervon also umfasst werden, wenn man genau guckt. Ja, und wir können nur etwas verbieten, was die Scharia verbietet. Wir können nicht sagen, etwas, was von der Scharia nicht verboten ist, ist trotzdem verboten, weil wir es so verstehen. Oder, ja? Das kann man nicht sagen, eine Uhr ist verboten. Einige sagen das. Es gibt einige Leute, die das auch als verboten ansehen. Es gibt einige Leute, die keinen Gürtel sagen, man darf keinen Gürtel anziehen. Aber die korrekte Meinung ist, inshallah, dass man auch einen Gürtel tragen darf, um festzuziehen. Weil das nicht in die Bedeutung dieser Sache reingeht. Weil der Prophet zählt einige Dinge auf. Ansonsten hätte er sagen müssen, du darfst nicht anziehen, außer Rida und Isa, und da darf nicht dies und jenes drauf sein. Aber er zählt das auf, Kamis zählt er auf, Sarawilat, Hosen zählt er auf, Imaim zählt er auf, also Amama und so weiter. Ja? Also diesen Turban und so weiter. Ja? Jetzt, die nächste Sache ist Rakatein von Ihram. Dass man 2 Rakat macht für Ihram. Ist das Sunnah oder was ist das? Du warst aber der Hatsch, Junge. Wer war hier alles bei Hajj gewesen schon? Du? Sonst keiner? Okay. Habt ihr Rakaten von Ihram gemacht? Ne? Ja, dann müsst ihr nochmal neu machen. Um noch mehr Ajr zu bekommen. Nicht für die Hajj. Erst, wir reden ja von der Sunna. So, ein Rakaten und Ihram ist eine Sache, die umstritten ist.